Herzlich willkommen, liebe Freunde des Landwirtschaftssimulator 2017. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder reingeschaltet habt zu einer neuen Folge auf der American Map, wo wir jetzt dabei sind, Feld 22 zu ernten. Feld 22 gehört auch Jim Harris. Und damit werden, weiß ich nicht, 24, 23, 22, damit wir das alles kaufen können. Und damit wir testen können, ob wir selber die Ernte gewinnbringend nutzen könnten. Weil dann würden wir in Zukunft natürlich häufiger fremden Ernten erstmal einfahren und immer schön Traktoren an die Seiten verteilen. 35 Minuten haben wir mit dem Zeit. Kriegen 15.000. Ja, schaffen wir in der Hälfte der Zeit, ne? Schaffen wir heute. Erstmal ordentlich Licht anmachen. Das ist doch recht kleines Schneidwerk. So, anschmeißen das gute Gerät. Nee, nicht wieder zuklappen. Ach, Mensch. So, das eine ist natürlich, ne, man muss ja jetzt sehen, wenn man so eine Mission macht. Und wenn wir es tatsächlich abbunkern könnten in unseren Anhänger, kostet das natürlich Zeit. Zeit heißt gleichzeitig, wir bekommen weniger Bonus. Also wir werden definitiv, wenn wir das so machen, weniger Zeitbonus kassieren können. Und das kann sich natürlich nur rentieren, wenn so eine Anhängerladung ordentlich Geld bringt. Oder wir einfach so dreist sind, alles was wir, ich sag mal, uns hier fremd erernten, zum Beispiel einfach erstmal einlagern bei uns, sofern wir genug Kapazitäten haben, weil das kostet ja auch viel Geld, ja, ansonsten verkaufen wir es. Wir werden sehen. Das weiß ich noch nicht genau, wie wir das machen. Auf jeden Fall werden wir zusehen, dass wir auch diese Mission locker schaffen mit Jim Harris und noch besser befreunden. Dann sind wir bald schon volle Best Buddies mit ihm und die Felder hier sind alle geschenkt, die drei. Und die kann man dann natürlich auch zu einem zusammenflügen. Ich glaube, wenn wir uns die Karte nochmal angucken. Nee, können wir doch nicht. Aber 23 und 24, da könnte man ein großes Feld draus machen. Ich bin gespannt, ob er gleich meckert, wenn wir abbunkern wollen, dann wissen wir es eigentlich schon. Ich meine, die Anhängerladung hier passen knapp 60.000 rein, also wenn man 500 kriegt. Aber wenn man dafür irgendwie, ich sag mal, 5.000 Zeitbonus flöten gehen lässt, ist auch blöd. Geht. Nee, sieht nur so aus. Bunkert nicht ab. Schade. Im Anhänger ist nichts angekommen. Also entweder müsste der Anhänger buggy sein. Oder es geht nicht. Ich glaube nicht, dass der Anhänger buggy ist. Wenn der buggy wäre, dann alle Achtung. Na gut. Machen wir die Mission hier. Wissen wir das auch. Getreide können wir uns nicht klauen. Schade, schade. Hätte mich schon ein bisschen gefreut. Na ja, toll, jetzt sind wir Millionär. Und was machen wir als erstes? Wieder fremde Missionen. Ernten wir fremdes Korn. Danach hat man hier wahrscheinlich wieder eine Güllemission. Dann pflügen, dann grubbern, dann sehen. Und dann sind wir mit dem Harris auf jeden Fall besser befreundet. Das reicht noch nicht ganz. Manchmal fragt man sich, wie lange soll man eigentlich brauchen, ne?
Schneidwerk ist ja nicht ganz so breit. Da kann man auch ein bisschen Innenansicht machen. Wo wir das Geld aktuell nicht nötig haben, ne? Aber in weiser Voraussicht. Kann das ehrlich gesagt nicht schaden, wenn wir noch so ein paar Missionen hier machen. Denn nur weil wir jetzt 1 Million haben, heißt das nicht, dass wir damit die finanzielle Unabhängigkeit erreicht haben. Also umgerechnet können wir uns dafür vielleicht noch einen zweiten Wehdrescher kaufen und halt ein paar größere Arbeitsgeräte, größere Spritze, größere... Ja, noch einen Traktor weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall einen größeren, noch Flüge brauchen wir. Weil für die Felder, die wir kaufen, die müssen immer gepflügt werden. Auch unsere Felder müssen gepflügt werden. Und das nur mit einem ist natürlich, dauert zu ewig. Das müssen wir mit Helfern machen. Und damit die Helfer ein bisschen Fläche schaffen, brauchen wir gerne ein bisschen größeren Flug. So, jetzt fällt das hier erstmal ab, noch einmal hoch und runter, dann haben wir nur noch hier die lange Bahn. So der Plan, nur noch die lange Bahn. Ja, es gibt viele Missionen hier, ne? Also wir können natürlich noch andere Missionen mal machen. Können ja mal abstimmen, wer hat Bock, noch mehr Missionen zu sehen. Und wer sagt, kümmere dich mal lieber um deinen eigenen Hof und lass erstmal Missionen draußen vor. Ein bisschen Geld ist jetzt ja da. Ich würde ja schon gerne das Thema Biogas, nur da muss man natürlich wirklich sagen, mit 1 Million. Die Biogasanlage ist recht weit weg. Sind jetzt alles nicht so die Felder, sei denn Jim Harris ist da hinten auch noch Großgrundbesitzer bei der Biogasanlage. Und wir könnten da irgendwie 2 Felder haben. Ja, unsere Tiere, Rinder, die Milch produzieren und sich auch selbst fortpflanzen. Das wäre nochmal so eine Sache. Ich denke eigentlich, wenn ich zeitlich hinkriege, ich weiß noch nicht genau, sind jetzt aktuell Landwirtschaftssimulator-Woche, Landwirtschaftssimulator 17 Woche, versuche ich eine Woche lang jeden Tag 2 Folgen oder so rauszubringen. Müsste aber eigentlich machbar sein, aber ich kann es noch nicht genau versprechen. Vielleicht seht ihr gerade eine 2. Folge heute oder es kommt heute noch eine, ich weiß es nicht. Da ich wieder in der Zukunft aufnehme, in den nächsten Tagen wenig Zeit habe, danach aber noch einen Tag Urlaub habe, mal schauen. Und für Streamen leider wenig Datenvolumen. Werde ich wahrscheinlich eher noch mal ein paar mehr Let's Plays raushauen. Schade, dass wir das Getreide nicht kriegen. So eine volle Ladung hätte mir schon gefallen. Jetzt haben wir hier diesen riesen, diesen Anhänger, den großen. Und wenn der voll ist, dann hat auch der JCB böse zu kämpfen. Und ich glaube auch bei unserer aktuellen Ernte, wir haben 3 so kleine Felder, ne? Aktuell wachsen bei uns ja 12, 14 und 15. Wir müssen mal nachher auf die Bodenbeschaffenheit achten, ob das, also gepflügt ist es ja nicht, was wir da machen müssen nach der nächsten Ernte. Das weiß ich noch nicht. Ja, dann interessieren uns natürlich echt immer die größeren Felder. Wir müssen erstmal gucken bei der Biogas-Plant. Ist total bescheuert, meiner Meinung nach. Nicht ein richtiges Feld in der Nähe. Wie weit soll man denn immer fahren, um Silage zur Biogasanlage zu bringen? Gefällt mir gar nicht auf dieser Karte. Was sagt ihr? Ich find's blöd. Richtig blöd. So eine Idee muss man erstmal kommen. Weiß ich nicht, war da jemand in Amerika und hat das so gesehen,
Also ich finde, in Nordfriesland ist man eigentlich immer eine Biogasanlage direkt vom Feld umgeben und meistens auch etliche Felder und riesige Felder. Und hier hat man mit Feld 7 ein Feld, was ca. einen Hektar groß ist, und alles andere ist weit weg. Feld 5 oder 1 sind die Felder, die ein bisschen gewisse Größe haben, wo sich mal für eine richtige Maisaktion lohnt. Ja, was ist mit den Feldern? Die sind viel zu weit weg von der Biogasanlage. Das finde ich nicht gut. Ich meine, später, ne, wenn man eben ein Crossplay hat und so, kein Ding, kann man gut einrichten, einfahren. Aber dann braucht man auch viele Abfahrer, weil man weiß, sie werden ein ganzes Stück unterwegs sein. Mann, Mann, Mann. Das ist auf der Sonanovka, so Sanonovka, wie auch immer, Karte ein bisschen besser gestaltet, finde ich. Als hier. Ist wieder so ein bisschen nach dem Motto, man legt hier nicht so wirklich Wert auf Biogas. Ich könnte mir aber auch vorstellen, na, ich weiß noch nicht. Da ich ja jetzt schon so ein bisschen mit dem Map-Umbau vorangekommen bin, aber natürlich noch nicht genau weiß, wie weit ich jetzt bin. Das wird noch ein bisschen dauern, aber da wird es natürlich irgendeine Biogasanlage geben, wo auch Felder nah angrenzend sind. Und vermutlich auch wieder mehr als nur eine Biogasanlage. Hier gibt es echt nur eine, ne? Ist nicht noch irgendwo eine versteckt oder so? Mies. Daneben, da unter ist noch irgendwie, was ist das eigentlich, der Rinderhof? Ne, ist die Schweine, oder? Und Rinder sind unten links. Also die Verteilung ist wahrscheinlich, soll wahrscheinlich schon irgendwie performancemäßig was bringen. Oder was habt ihr euch dabei gedacht, dieses Giants-Team? Oh, oh, oh. Das Map erstellen ist irgendwie nicht so dein Ding, finde ich. Ich will jetzt nicht irgendwie vor Eigenlob nach dem Motto, es ist ja auch immer Geschmackssache. Ich sag mal, es gibt auch viele Leute, die wahrscheinlich auf dieser Map lieber spielen als auf einer nordfriesischen Marschmap dann, aber ich weiß ja nicht. Dafür, dass sie bezahlt werden für solche, na gut, dann muss schnell gehen, ne? Ja, okay. Ich sag lieber nichts. Ich red mich sonst noch im Kopf und Kragen. Passt schon. Eben, ne, selber besser machen. Und das ist ja das Schöne, dass das Spiel so offen ist, sozusagen, man mit dem Giants Editor sich selber Karten gestalten kann. Man braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Denn da steckt schon viel Zeit drin. Auch in dieser Karte steckt viel Arbeitszeit drin. Das ist jetzt nicht so, dass sich da einer hinsetzt und eine Woche programmiert und das Ganze ist so fertig. Das glaube ich nicht. Da steckt mehr Arbeitszeit drin. Deutlich. Aber da ist noch Luft nach oben, ne? Also ich finde, wieso könnt ihr nicht standardmäßig so mal ein bisschen, ich finde es ja gut, aber drei Karten. Also wieso, was haben wir jetzt, eine amerikanische und eine russische Karte? Ist das irgendwie schon so ein bisschen Anspielung? Was ist mit der deutschen Karte? Verstehe ich nicht. Einfach eine deutsche Flachlandkarte. Ich meine, Mecklenburg-Vorpommern hat riesige Weiten. Niedersachsen hat auch großes Flachland, Nordfriesland natürlich in dem Sinne eher Schleswig-Holstein mit Nordfriesland. Insbesondere hat riesengroße Flachlandbereiche. Das vermisse ich hier. Immer wieder das Gleiche. Naja, egal. Die Sache selber machen. Aber mache ich ja auch. Ich muss nur gucken, wie viel ich aus LS15 in meine LS17 Karte wieder reinpacken kann, um mir ein bisschen Arbeit zu sparen, weil alles nochmal von Grund aufzubauen, dann bräuchte ich erstmal 2 Wochen Urlaub und müsste mich jeden Tag irgendwie 8 Stunden damit beschäftigen, mindestens, eher 14 wahrscheinlich. Und dann wäre ich wahrscheinlich auf dem weiten Stand, dass man sagen könnte, hier ist mal eine Map, die man schon mal runterladen kann. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich würde sagen, unsere Ernte hier dauert auch noch ein bisschen. Die letzten Folgen, die letzten Tage waren immer ein bisschen länger. Heute wird mal wieder ein bisschen kürzer. Ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, die Folge hat euch ein bisschen gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir eine Mission hier zu Ende machen und dann mal gucken, wie gut wir mit dem Bauer Harris befreundet sind. Also, ne, hinterlasst ein Like, wenn ihr Bock habt, hinterlasst einen Kommentar und schaltet einfach beim nächsten Mal wieder rein. Schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.